Hallo Uli, ich blätter gerade hier durch unser tolles Projekt von Erik Satie, Sport und Vergnügen, das wir zusammen gewagt haben. Handkolorierte Bilder. Das war ein tolles Projekt. Eines, was nicht unbedingt kommerziell war, aber es wurde von allen großen Zeitungen ganz toll rezensiert. Die Süddeutsche Zeitung, der Frankfurter Allgemeine, eine ganze Seite. Ja, und heute, dies war also vor 20 Jahren, heute veröffentlichen wir, oder das heißt in den nächsten 2 Monaten, wieder etwas ganz Neues. Eine Komposition auf der einen Seite, ein Bild auf der anderen, dazugehörig. Und es soll ein Projekt werden. Malerei erfinden ist wie Musik erfinden. Und Musik erfinden ist wie Malerei erfinden. Toll, dass du diese Projekte immer mit mir machst. Und seit 37 Jahren arbeiten wir schon zusammen. Am 2. Oktober werde ich zum Beispiel aus diesem Buch, das dann auch im November erscheinen wird, etwas spielen, und zwar 5 O'Clock. Darauf freut euch und du dich im Sendesaal Bremen am 2. Oktober zu deinem oder zu Jaros 40. Jubiläum. Alles Gute und ich freue mich drauf. Tschüss!